Und die Türen zum digitalen Vortragsraum sind aufgegangen. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier in Track 1 und zur ersten Keynote unserer ISX-Konferenz. Ich bin Svenja von der Vogel IT Akademie und heute euer Host im ersten Track und habe die große Freude, euch die erste Sprecherin auch direkt vorstellen zu dürfen. Ich begrüße ganz herzlich Silvana Bruno. Sie leitet den Bereich Cybersecurity bei Networker Solutions GmbH als Geschäftsführerin. Sie ist Diplom-Informatikerin, hat einen Master in digitaler Forensik und mittlerweile 25 Jahre IT-Erfahrung. So konnte sie zahlreiche Informationssicherheitsvorfälle aufklären und weil das wohl noch nicht spannend genug ist, ist sie zudem auch Dozentin und veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge in unterschiedlichen Medien. Wir freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten für die erste Keynote zum Thema im Auge des Sturms, Incident Response und IT-Forensik in der modernen Bedrohungslandschaft. Liebe Silvana, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen auf der ISX-Bühne, freue mich sehr auf deine Keynote. Wir haben später noch ein Q&A zusammen, wo wir auch die Fragen aus dem Chat beantworten wollen. Aber jetzt lehnen wir uns erstmal zurück und lauschen dir und damit Bühne frei für dich, Silvana. Guten Morgen. Im Auge des Sturms. Ja, Incident Response, IT-Forensik, wie beginnt man? Wir könnten jetzt natürlich sagen, wie so einige Sprecher, ja, es gibt zwei Arten von Unternehmen, die gehackt werden und die schon gehackt wurden und die es noch nicht wissen. Aber ich nehme ein viel besseres Zitat. Der Kollege Marc Rohberg, ein White-Hat-Hacker, hat es vor ein paar Jahren tatsächlich ganz spannend formuliert. Er sagte, die meisten Nutzer sind nach wie vor völlig unbesorgt, ohne die geringsten Absicherungen im Netz unterwegs. Und das ist quasi so, also ungefähr so, als ob man nachts zu Fuß über die Autobahn läuft. Stellen Sie sich das vor. Und darauf hofft, nicht überfahren zu werden. Tja, in den meisten Fällen wird das auf Dauer eher schief gehen. Und dass die Lage genauso ist, zeigt uns die Karte für die Ransomware-Attacken in 2024. 2024 ist quasi fast vorbei. Wir sehen die Angriffe. Ja, USA ist mit einem ganz, ganz großen roten Bubble dabei. Aber schauen wir mal Richtung Europa. Sieht nicht schlecht aus. Ja, habe ich gesagt, okay, können wir so nicht stehen lassen. Nehmen wir mal die Sicherheitsvorfälle der letzten Wochen. Und wenn wir die Sicherheitsvorfälle der letzten Wochen sehen, ich habe hier oben auch mal im Nachgang, gibt es ja die Präsentation, ich habe da oben auch mal die Quelle angegeben, da kann jeder selbst nachschauen, auch zukünftig nachschauen, was gab es denn für Sicherheitsvorfälle. Lesen wir rechts, Ransomware, 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 noch mehr Ransomware, noch mehr Ransomware, oh, Ransomware. Links, die Betroffenen. Haus des Stiftes, hier eine Softwareanbieter, Engineering, da eine Firma, also völlig unterschiedliche Sektoren. Schauen wir ein bisschen weiter zurück. Ransomware. Wir sehen hier eigentlich quasi nur Ransomware. Okay, gibt es auch mal Daten gehackt, geleakt, Login-History geleakt, aber tatsächlich, wir sehen hauptsächlich Ransomware. Und das ist genau das, was wir aktuell bearbeiten. Phishing-Fälle, unheimlich viele Phishing-Fälle, M365-Phishing, E-Mail-Phishing. Danach kommt auf Platz 2, aber Platz 1 von den Auswirkungen, Ransomware. Und auf Platz 3 die Lieferkettenangriffe. Ja, schauen wir uns die Angriffsvektoren an. Schwachstellen in Softwarekonfiguration. Dazu habe ich heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, dass eine Statistik erstellt worden ist, was die meisten Schwachstellen sind, die ausgenutzt worden sind in 2023, 2024. Das sind tatsächlich Schwachstellen in VPN-Software, Schwachstellen in Firewall-Software, also Firewall-Systemen in Firmware beispielsweise. Wir haben aber auch Fehlkonfigurationen. Zu Fehlkonfigurationen zählen wir aber auch die Fälle mit, die zum Beispiel keinen Multifaktor eingesetzt haben, wo beispielsweise das VPN über Brute Force kompromittiert worden ist. Platz Nummer 2, kompromittierte E-Mails, wir kennen sie alle. Und Platz Nummer 3, Social Engineering. Schauen wir uns
Ransomware an, weil wir reden ja heute quasi von Ransomware. Das ist tatsächlich mitten im Sturm. Wenn ihr das seht, frühmorgens, wisst ihr, der Tag ist gelaufen. Ja, eigentlich ist die Woche gelaufen. Hier ist eine Ransomware-Gruppe am Werk. Ja, nimmt man Kontakt zu Ransomware-Gruppen auf, hier über den Support-Chat, wird man dann nett begrüßt. Und wenn man Pech hat, sagt man ihnen, ja, you have passed a surprise information security audit. Wir haben einen Security Audit bei dir gemacht und jetzt zahl mal bitte. Du bist quasi Opfer eines unfreiwilligen Pentests geworden. Und jetzt möchten wir Geld. Wenn man das macht, bekommt man dann auch nach der Lösegeldzahlung ab und zu mal den Hinweis, ja, wir können dir auch sagen, wie wir reingekommen sind. Wir sagen dir, was der Einfallsvektor ist. Zu 99% ist es ein vordefinierter Text, aus dem wird man nicht schlau. Ab und zu wird tatsächlich dann aber auch mal sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Oder der Support-Chat, der ja nicht gleich der Hacker ist, gibt einem dann eine Antwort mit Still waiting for attacker. He is a busy man. Dann weiß man, was Sache ist. Ja, wie geht denn das mit der Erpressung weiter, wenn man jetzt kein Lösegeld zahlen möchte? Dann werden die Daumenschrauben angesetzt. Ja, es gibt dann tatsächlich gezielte Nachrichten an die Geschäftsleitung, an Mitarbeiter, zum Beispiel in Form von E-Mails. Wir werden Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter, Ihre Geschäftspartner, Wettbewerber von ihrem Sicherheitsvorfall informieren. Und dann werden durch die Ransomware-Gruppe beispielsweise solche E-Mails herausgeschickt. Ja, aber das reicht noch alles nicht. Inzwischen gehen die Ransomware-Gruppen eine Stufe weiter. Telefonanrufe. Man bekommt frühmorgens einen Anruf, 10 Minuten später einen Anruf, 25 Minuten später einen Anruf, einen Tag später einen Anruf und alle fangen gleich an nach dem gleichen Skript. I'm informing you that all your clients' data, all your company's data, everything has been compromised and stolen. Do you understand that you've been hacked by a group of hackers? Wir hatten schon Kunden, die dann gefragt haben, dürfen wir den Angreifer sagen, fuck you? Nein, ist nicht gut. In dem Fall ist es wichtig, dass man tatsächlich die richtigen Partner an der Seite hat. Krisenmanager, Forensiker, gute Berater, weil ansonsten sind wir mitten im Sturm, mitten im Auge des Sturms und gehen unter mit dem Sturm. Weil der Worst Case, diese Fälle, also das sind jetzt nicht diese Fälle, die wir begleitet haben, diese Fälle waren in der Presse. Wir haben einige Fälle tatsächlich auch dieses Jahr begleitet, die am Ende in einer Insolvenz geendet haben. Ja, jetzt heißt der Vortrag ja Incident Response. Die Frage ist, wozu brauche ich Incident Response? Was ist Cyber Incident Response? Und Cyber Incident Response fängt eigentlich schon viel, viel früher vor dem Vorfall an. Ja, das sehen wir hier blau, da ist alles ziemlich entspannt. Rot, das ist die Krise. Und da fangen wir an bei dem Thema Vorbereitung. Mich fragte gestern ein Geschäftsführer, was kann ich denn tun, damit ihr es einfacher habt, mir in der Krise zu helfen. Genau das ist das Thema Vorbereitung. Welche Daten habe ich? Wo liegen meine Daten? Welche Partner habe ich? Welche Unternehmen setze ich zum Beispiel ein? Habe ich einen IT-Dienstleister? Und wenn ich einen IT-Dienstleister habe, würde der für mich auch am Wochenende erreichbar sein, abends erreichbar sein? Zu welchen Preisen ist er dann erreichbar? Weiß ich denn, wenn meine IT verschlüsselt ist, wo meine wichtigen Daten liegen? Kann ich ohne IT überhaupt einen Notbetrieb aufrechterhalten? Ja, Betriebsunterbrechung. Betriebsunterbrechung ist das Schlimmste, was mir überhaupt passieren kann. Das ist genau das, was mir am Ende den Kopf und Kragen kostet. So, wenn ich die Vorbereitung ernst genommen habe, genau weiß, welche Partner ich habe, welche Forensiker könnte ich denn im Schadenfall zum Beispiel einbinden? Weil wenn ich im Schadenfall google nach Datenwiederherstellung, kann es zu 99% passieren, dass ich nicht wirklich die richtigen Forensiker am Telefon habe. So, und wenn ich die richtigen Forensiker am Telefon habe, wer sagt mir denn, dass die überhaupt Zeit für mich haben?
Also alles Thema Vorbereitung, dann geht es zum Thema Erkennen. Wie erkenne ich denn, dass ich einen Cybervorfall habe? Ganz, ganz viele Kunden, die wir aktuell haben, die wir mit Blackbuster haben, haben den Vorfall überhaupt nicht selber erkannt. Ja, die erkennen den Vorfall erst, wenn es zu spät ist, nämlich wenn tagelang schon die Hacker im System drin sind und am Ende die Daten verschlüsselt haben. Aber sie haben nicht erkannt, dass die Angreifer ihre Antivirensysteme zum Beispiel lahmgelegt haben. Die haben gar nicht erkannt, dass die Angreifer sämtliche Administratorenkonten schon übernommen haben. Wie erkenne ich denn einen Vorfall? Geht dann natürlich weiter, wie kann ich den eindämmen? Wie kann ich ihn richtig beseitigen? Der Trend geht zum Zweitopfer, das ist erschreckend. Warum? Naja, ich spiele die Backups von gestern mal drauf. Da ist der Hacker halt schon drin. Ja, wie stelle ich Daten richtig wieder her? Und Post-Incident Activity, wie kann ich langfristig mich sicher aufstellen? Unsere Erfahrungen zeigen, dass tatsächlich Unternehmen, die gehackt wurden, circa ein Jahr lang auf ihre IT-Sicherheit achten und nach einem Jahr ist der Schmerz vergessen. Ja, was ist die digitale Forensik? Die digitale Forensik, der Forensiker befasst sich natürlich mit dem Sammeln, Aufbereiten, Analysieren digitaler Spuren. Das bedeutet, wir schauen uns die Asservate an. Dafür müssen wir auch nicht vor Ort sein. Der Hacker ist auch nicht vor Ort. Wir brauchen aber eine vernünftige Zuarbeit des Betroffenen. Ja? Wir müssen natürlich die richtige Vorgehensweise wählen. Wir dürfen keine Daten verändern. Das gilt aber genauso auch für den Betroffenen. Ich habe schon mal in den Systemen gesucht und folgende Dateien gelöscht. Das ist schlimm. Das hilft uns nicht, weil tatsächlich es können nur noch Spuren analysiert werden, die vorliegen. Wenn Systemdaten überschrieben worden sind, kann der beste Forensiker nicht mehr helfen. Und ganz, ganz wichtig ist, gerade eine größere Anzahl von Systemen benötigt Zeit. Es ist nämlich gerne so, dass Daten dann an uns übermittelt werden und eine Stunde später ruft die Geschäftsleitung an. Ja, so, wie kam denn jetzt der Hacker rein? Was hat er denn gemacht? Welche Daten hat er mitgenommen? Ja, so schnell geht es leider nicht. Also wir benötigen da schon etwas Zeit. Wenn es gut läuft, haben wir innerhalb von 24 Stunden eine grobe Idee, was passiert ist. Ja, jetzt heißt es natürlich aus Vorfällen lernen. Aus der Praxis. Wir hatten Kunden, alles aktuelle Reaktionen, die sagten dann zu uns, wir haben alles getan, was getan werden musste, aber was genau sagen wir dir nicht? Naja, da können wir halt auch nicht mehr helfen. Auch der Datenschützer, der gleichzeitig Geschäftsführer des betroffenen Unternehmens war, meinte dann zu uns, Datenabfluss ins Darknet, warum soll ich das melden? Das interessiert mich nicht, ich bin doch nicht im Darknet. Was ich nicht sehe, existiert nicht. Immer noch hören wir von Unternehmen, uns kann nichts passieren. Ja, es werden alle möglichen Unternehmen gehackt, es werden alle möglichen Geschäftspartner ab. Uns kann nichts passieren. Ja, unsere IT ist so sicher, es kann nichts passieren. Und wir haben keine wichtigen Daten. Ja, wenn dann der Hacker zugeschlagen hat, kommt meistens die Geschäftsleitung zur IT und erklärt, morgen, Leute, morgen muss alles wieder laufen, hier, Produktion. Wir haben keine Zeit. Auch so läuft das nicht, weil dann passiert es nämlich, dass man entweder nachgehend sagt, ja, wir müssen Lösegeld zahlen, Entschlüsselung reicht, eine richtige Bereinigung haben wir keine Zeit. Ich sage, der Trend geht zum Zweitopfer. Oder tatsächlich es teilweise Konsequenzen gibt. Wir hatten einen Kunden, da wurde dann der IT-Verantwortliche entlassen, weil die Wiederherstellung länger als 2 Wochen dauerte. Und er war schnell in der Wiederherstellung eines komplett kompromittierten Unternehmens. Ja, Backup, ganz wichtiges Thema, immer noch ganz wichtiges Thema. Liebe Unternehmen, kümmert euch um eure Backups. Legt sie nicht einfach nur aufs NAS. Auch wenn sie immutable sind, schaut, dass man sie wiederherstellen kann. Schaut, dass sie lesbar sind. Übt eure Notfallpläne. Schaut, dass ihr die richtigen Partner an der Hand habt, mit denen ihr auch mal die Notfallpläne üben könnt. Habe ich ein verwertbares Backup? Habe ich ein Backup, was ich auch benutzen kann? Die meisten Unternehmen sagen, jo, ich habe zwar Backups, die gehen 5 Monate, 6 Monate, ein Jahr zurück, aber Leute, eigentlich kann ich nicht arbeiten, wenn ich Daten nehme, die älter als 2 Tage sind. Ja, alles das muss in der Backup-Strategie bedacht werden.
Auch wenn man einen Vorfall hat. Ich habe schon einmal versucht, die Systeme wieder herzustellen. Ist nicht der richtige Weg. Immer zuerst darauf warten, schauen, was sagen denn die Fachleute? Was sagen die Profis, wie wir zum Beispiel, wie die Krisenmanager? Muss ich Lösegeld bezahlen? Nicht einfach selber die Verhandlungen machen, sondern Partner ins Boot holen, die darauf geschult sind. Ja? Virenscanner. Wir hatten gerade aktuell einen Fall, da hat man dann eine frische Umgebung aufgebaut, die Daten zurückgespielt und dann sagte der ITler, jo, um den Virenscanner zu testen in der frischen Umgebung, haben wir mal eine unbekannte Malware installiert. Wir brauchten danach Baldrian, ja, weil da konnte man gerade wieder von neu beginnen. Auch die Antwort eines Geschäftsführers nach einem Vorfall, das komplette Unternehmen verschlüsselt, ich brauche eine Flasche Schnaps, aber keine Forensiker, ist, glaube ich, nicht so der richtige Weg, dann sieht man sich zweimal. Und mit dem IT-Dienstleister habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, was sind denn jetzt unsere Empfehlungen? Regelmäßige Schulung, das wissen wir alle, weil alle Mitarbeiter, die regelmäßig geschult werden, die wissen, wie eine Phishing-E-Mail aussieht, geben ihre Credentials hoffentlich nicht in Phishing-Mails ein, fallen nicht auf Rechnungsbetrug hinein, das Vier-Augen-System zum Beispiel bei der Überweisung, größere Beträge, dass man hellhörig wird, wenn plötzlich Kontodaten geändert werden, also richtige Bankkontodaten. Starke Passwörter, immer noch ist das Thema starke Passwörter. Wir sehen regelmäßig bei geleakten Passwörtern, dass Mitarbeiter immer noch als Passwort den Unternehmensnamen und hintendran eine Jahreszahl wählen und dann vielleicht noch ein Ausrufezeichen. Das ist nicht sicher. Und wenn es geht, viele, viele, viele unserer Vorfälle, die wir die letzte Zeit begleitet haben, hätten vermieden werden können mit Multifaktor-Authentifizierung für alle kritischen Systeme, VPN-Systeme zum Beispiel. Ja, automatische Updates. Automatische Updates sind wichtig. Da kommen wir allerdings auf den allerletzten Punkt dieser Folie. Überprüfen Sie auch regelmäßig oder ihr überprüft die IT regelmäßig darauf, dass die automatischen Updates auch durchgeführt worden sind, auf Unregelmäßigkeiten. Ja, Sicherheitspatches installieren ist klar. Wir haben ja gehört, Sicherheitslücken sind mit Einfallstor Nummer 1, Backups. Testen auch, dass man Backups wiederherstellen kann. Das beste Backup hilft nicht, wenn das Backup vielleicht korrupt ist, die Daten nicht richtig gesichert wurden oder vielleicht auch relevanten Daten nicht gesichert wurden. Welcher Mitarbeiter darf wohin zugreifen? Ja? Admin-Konten. Wer hat denn alles Admin-Zugriffe? Einfach ein bisschen aufräumen, reglementieren. Firewalls und Netzwerksegmentierung. Firewalls sind wichtig. Ich muss damit umgehen können. Und bitte schaut drauf, dass die Firewall auch ein paar Tage lang Protokolle zurückhält. Es hilft uns Forensikern nicht, wenn ich nur einen Tag Firewall-Protokolle habe, wenn der Hacker schon über eine Woche drin ist. Bringt nichts. Ja, aktuelle Antivirenprogramme erzähle ich nichts Neues. Auch immer darauf achten, dass sie laufen. VPN-Verbindungen nutzen, Sicherheitsrichtlinien. Ab und zu mal einen Experten drüber schauen lassen. Wir denken jetzt an den Incident-Response-Zyklus, auch einen Incident-Response-Plan entwickeln. Dafür muss ich nicht viel Geld in die Hand nehmen, wenn ich mich selber auch mal hinsetze und überlege, was mache ich denn im Notfall? Wen rufe ich im Notfall an? Welche Partner hat denn dieses Unternehmen vielleicht? Kann ich denn da sicherer schlafen? Und die regelmäßige Überprüfung, funktioniert das denn überhaupt alles, was ich mir so ausgedacht habe? Letzte Folie, was mache ich im Schadenfall? Ruhig bleiben. Ja, Notfallplan in die Hand nehmen, isolieren, nichts runterfahren, aber Internet isolieren. Notfallkontakte kontaktieren, die Beweise sichern, nicht selber was machen, nicht selber, ich habe schon mal. Und dann natürlich die Forensiker ihre Arbeit machen lassen, damit man kein Zweitopfer wird. Und damit danke. So, jetzt haben wir hier natürlich einige Fragen. Ganz richtig. So, erstmal herzlichen Dank, Silvana, für deinen Vortrag. Und wer es noch nicht gesehen hat auf Teilnehmerseite, ihr habt ein Special Feature. Ihr könnt nämlich auch einen Daumen hoch und Hände klatschen und so weiter. Somit euer Feedback geben auch an die Silvana. Und das ist sozusagen der virtuelle Applaus. Genau, also erstmal vielen Dank für das Einstimmen in den Tag. Wir haben tatsächlich aktuell nur eine Frage im Chat, aber fühlt euch frei, da gerne anzuknüpfen, denn wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Frage Nummer 1, Silvana. Wie tief sitzt dein Angreifer in der Regel im IT?
System im Backup? Wie bereinigt man die Backups nach Best Practices? Welche Kriterien sprechen dafür, die Backups auf neue Hardware einzuspielen? Genau. Zeitraum hoch dafür, also ist wahrscheinlich auch für andere eine Frage. Das ist eine sehr, sehr spannende und eine extrem gute Frage. Also tatsächlich, es kommt auf den Angreifer drauf an. Und deswegen ist ja auch die Forensik so wichtig. Wenn wir Forensiker feststellen, der Angreifer ist quasi vor dem letzten Backup ins Netzwerk, also nach dem Lauf des letzten Backups im Netzwerk bekommen, das Backup ist nicht kompromittiert, dann kann ich das problemlos zurückspielen. Wenn wir Forensiker allerdings sehen, dass die Angreifer schon, sagen wir mal, eine Woche, zwei Wochen oder länger im Netzwerk sind, bedeutet das, sie haben ihre Tools, teilweise aber auch ihre Hintertürchen in dem Backup gelassen. Ja, was heißt das? So ein Angreifer kommt ins Netzwerk. Der sagt sich, okay, ich will unter keinen Umständen mehr hier ausgesperrt werden. Das bedeutet, er installiert sich Backdoors, er installiert sich zum Beispiel seine eigene Software, er installiert sich Kommunikationssoftware zu seinem C2, also zu seinem Command-and-Control-Server. Diese Software kann auf x-beliebigen Servern sein. Die kann versteckt sein, die kann offensichtlich sein, die kann getarnt sein als Systemdateien, die kann aufgerufen werden durch Tasks, durch Systemprozesse, durch Anmeldungen von Administratoren zum Beispiel. Das bedeutet, wenn ich das Backup zurückspielen würde, einfach so, würde die Kommunikation zum Command-and-Control-Server oder seine Kommunikationstunnel, seine Login-Tunnel wieder etabliert werden, also die wären wieder aktiv, er wäre wieder im Netzwerk drin und würde sagen, so, schöner Versuch, Opfer, jetzt aber richtig. Wie kann ich die Backups nutzen? Nummer eins, natürlich Idealfall, wir sagen, okay, der Angreifer ist zum Beispiel am 1.11. ins System gekommen, du kannst dein Backup vom 31.10. nehmen, das ist sauber. Das wäre kein Problem. Ja? Oder ich kann ein Backup zurückspielen und übernehme dort beispielsweise nur Nutzdaten, zum Beispiel nach einer Datenwaschmaschine. Datenwaschmaschine ist ganz lustig, der Begriff, aber das ist zum Beispiel das Durchgehen mit verschiedenen Scannern, mit IOC-Scannern, mit Virenscannern, Antivirenscannern und dass ich dann nur Nutzdaten und keine Systemdaten beispielsweise übernehme. Wichtig ist, ich habe mit einem Backup meine Informationen, egal wie ich sie einspiele dann am Ende. Ja, ich stehe nicht ohne irgendwas da und muss kein Lösegeld zahlen. Also erstmal vielen Dank dafür. Thomas, schreibt gerne nochmal in dem Chat, wenn es da nochmal Vertiefung gibt. Ansonsten meiner Meinung nach prima beantwortet. Vielen Dank. Da gab es dann jetzt auch im Q&A auch nochmal einen Kommentar dazu, Silvana. Nämlich, man spricht ja von 6 Monaten Forecast, /backwards. Mein Backup enthält ja die Malware Ransomware. Keine direkte Frage, sondern einfach nur ein Kommentar. Genau, das ist korrekt. Allerdings ist immer die Herausforderung, wenn ich das Backup nehme, kann ich mit den 6 Monate alten Daten arbeiten? Die meisten Unternehmen sagen nein. Ja? Mhm. Aber lieber 6 Monate alte Daten als gar keine Daten. Ja. Ja. Und auch wenn ich mit einem Erpresser verhandle, ist das kein Garant, auch wenn ich das Lösegeld zahle, dass ich am Ende tatsächlich einen funktionierenden Decrypter bekomme. Funktioniert sehr oft, ja, wir wollen aber nicht mit Erpressern verhandeln, das sind alles Kriminelle, aber es ist für mich kein 100%iger Garant. Kam jetzt auch noch der Kommentar, niemals Backups zurückspielen, nur einzelne Datenbestände aus Backups, Systeme müssen immer neu aufgesetzt werden. Welche Kriterien sprechen dafür, die Backups auf neue Hardware einzuspielen? Das wäre noch wichtig. Auch noch als Frage, natürlich ja. Das Kriterium, dass der Forensiker sagt, ich kann dir ganz genau sagen, wann die Hacker reingekommen sind, natürlich in endlicher Zeit, was nicht immer möglich ist, je nach Größe des Unternehmens. Dass der Forensiker zum Beispiel innerhalb von 3 Tagen sagt, ich kann dir ganz genau das Einfallstor bestimmen und den Einfallszeitpunkt. Ja, ansonsten ein Backup auf neuer Hardware einzuspielen. Ich kann auch die bestehende Hardware benutzen. Ja, wenn ich vorher zum Beispiel die Systeme gesichert habe für die Analyse, kann ich auch die bestehende Hardware benutzen. Muss ich nicht unbedingt neue Hardware nutzen.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Jemand hat geschrieben, es war ein super Einstieg in den Tag. Das finde ich tatsächlich auch, denn wir wollten von dir sensibilisiert werden. Wir werden heute noch ganz viel hören über Themen, Technologien, Lösungsansätze, auch Best Practices haben wir mit in der Agenda. Deshalb danke für den Smooth Start sozusagen. Und Silvana ist bestimmt jetzt noch kurz auf der Plattform. Also chattet sie auch gerne kurz an, wenn ihr noch Fragen habt oder da auch noch einen Tipp braucht. Ich wünsche mir von euch, dass ihr Silvanas Keynote auch noch bewertet. Es müsste gleich ein Pop-up kommen und dann könnt ihr ihr 1 bis 5 Sterne geben. 5 Sterne ist natürlich die Bestnote, die du von mir bekommst, Silvana. Die wünsche uns am häufigsten. Und damit entlasse ich euch alle zurück in die Lobby zu Lydia und Franziska, die euch jetzt auch verraten, wie es im Programm weitergeht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Silvana.